Hier haben wir von dem Speedlight Pro Kit das Pro Kit Set selbst. Das wird so ausgeliefert. Ist ein relativ kleines Paket. Allerdings verbirgt sich dahinter eine ganze Menge an Inhalt. Da haben wir also zum einen einmal vier Reflektoren, dann einmal einen Diffusoraufsatz, dann einen großen Wabeneinsatz, zwei kleineren Wabeneinsätzen, die sich daran unterscheiden, dass sie halt eben eine unterschiedliche Dichte aufweisen, also einmal große Wabenzellen, einmal kleinere, dann einmal die Einsteckhüllen, praktisch die Halterung für die kleinen Wabenvorsätze. Dann zwei Mini-Diffusoren. Wir haben schon mal einen vorbereitet gleich für den Film, die natürlich nicht zusammengefaltet. Dann vier Gummimanschetten. Vier Klettbänder bzw. Klettbänder. Ja, und im zweiten Teil werden wir das Ding mal einfach zusammenbauen. So, dann fangen wir jetzt mal an. Wir fangen mit einem Reflektor an. Den bauen wir jetzt mal eben zusammen. Das ist auch eine ganz einfache Sache mit dem Druckknöpfen. Das geht auch sehr schnell. Und da bauen wir jetzt mal halt eben einfach den im Set enthaltenen Diffusor ein. Der wird auch mit Druckknöpfen einfach befestigt. Und schon ist das Ganze fertig. Analog dazu, das zweite war schon mal vorbereitet, der zweite Reflektor halt eben für den Wabeneinsatz, für den großen. Genau, viermal, zwei oben, zwei unten. Dann haben wir also einmal den ganz normalen Diffusor und dann halt eben den Wabeneinsatz. Und da fehlt ja im Endeffekt dann nur noch halt eben der Blitz, der da hinten reinkommt. Der ist natürlich nicht im Lieferumfang enthalten. Da wird also einfach eine Gummimanschette um den zu verwendenden Blitz befestigt. Da kommt dann ein Mini-Diffusor rein. Der wird dann einfach in den großen Reflektor eingesteckt. Das Ganze wird dann mit dem Klettband befestigt. Dadurch, dass ja diese Gummimanschette dran ist, kann das Ganze auch nicht verrutschen. Ja, und fest ist es auch. Es erfüllt seinen Zweck. Und das Ganze wird natürlich dann ebenfalls genauso gemacht mit dem Diffusor. Das müssen wir Ihnen jetzt nicht zeigen. Die Technik ist also die gleiche. Dann haben wir hier jetzt noch einmal die Mini-Diffusoren. Da haben wir also einmal hier diese Einsätze, die dann hier einfach in die Halterung eingeschoben werden. Sehen dann so aus. Auch hier Befestigung am Blitz. Ohne Gummimanschette. Einfach den Blitz bzw. die Manschette einfach aufsetzen. Und dann mit dem Klettband festmachen. So sieht das Ganze dann zusammengebaut aus. Und das alles ist in diesem Pro-Kit drin. Also wir haben hier zwei von diesen großen Reflektoren und zwei kleine Wabeneinsätze, einen großen Wabeneinsatz und einen großen Diffusor. Das kriegen wir hier gar nicht alles auf den Tisch. Und das sollte also wirklich in keiner Profi-Fotoausrüstung fehlen. Viel Spaß!